Herzlich willkommen zu diesem Video-Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Du findest das Arbeitsblatt auf der unten angegebenen Webseite. Bitte lade es herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sicher, wenn du das Arbeitsblatt ausdrucken kannst. In diesem Video werden wir uns einen kurzen Überblick über den Mittelwertsatz der Differentialrechnung verschaffen und zum grob verstehen, was dieser besagt. Dazu habe ich uns ein GeoGebra-File vorbereitet und wir betrachten hier eine Motorradfahrerin in den ersten 3 Sekunden, während sie losfährt. Wir haben hier links oben die Sekunden angegeben, also hier können wir einstellen, wie viel Zeit vergangen ist. Links neben der Motorradfahrerin in Blau sehen wir den aktuell zurückgelegten Weg der Motorradfahrerin, also derzeit 0 Meter, weil ja auch noch keine Zeit vergangen ist. Hier in der roten Box sehen wir den Tachometer der Motorradfahrerin. Der gibt uns ihre momentane Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde als auch in Kilometer pro Stunde an. Schauen wir uns nun den Vorgang mal an und lassen die Motorradfahrerin losfahren. Und wir sehen, dass sie, schauen wir uns nochmal an, sie fährt langsam los und wird immer schneller und schneller und schneller. Und nach 3 Sekunden hat die Motorradfahrerin 24 Meter zurückgelegt. Aus diesen beiden Werten können wir uns ihre mittlere Geschwindigkeit innerhalb der ersten 3 Sekunden berechnen. Also wir dividieren 24 Meter durch 3 Sekunden und erhalten dann als Ergebnis 8 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir wissen, in den ersten 3 Sekunden hat die Motorradfahrerin eine mittlere Geschwindigkeit von 8 Meter pro Sekunde. Des Weiteren wissen wir, dass sie am Ende nach den 3 Sekunden eine momentane Geschwindigkeit von 28,4 Meter pro Sekunde hat. Das können wir hier im Tacho ablesen. Also hier nach den 3 Sekunden ist ihre momentane Geschwindigkeit 28,4 Meter pro Sekunde. Und zu Beginn, also bei 0 Sekunden, ist ihre momentane Geschwindigkeit 0 Meter pro Sekunde. Das heißt, am Anfang ist ihre Geschwindigkeit 0 und am Ende ist sie 28,4 Meter pro Sekunde. Und daraus können wir schließen, dass die Motorradfahrerin jeden Wert, also ihre Geschwindigkeit muss jeden Wert zwischen 0 und 28,4 annehmen. Weil natürlich, wenn die Motorradfahrerin beschleunigt, also ihre Geschwindigkeit zunimmt, dann kann die Geschwindigkeit nicht springen. Also es kann nicht sein, dass die Motorradfahrerin zuerst 20 Meter pro Sekunde fährt und dann ganz plötzlich auf, zum Beispiel auf 25 Meter pro Sekunde springt. Das geht natürlich nicht. Also die Geschwindigkeit muss stetig zunehmen und nimmt deshalb sicher jeden Wert zwischen 0 Meter pro Sekunde und 28,4 Meter pro Sekunde an. Und jetzt kommt das Wichtige, wenn die Geschwindigkeit der Motorradfahrerin natürlich jeden Wert zwischen 0 und 28,4 annimmt, dann nimmt sie auch irgendwann mal den Wert 8 Meter pro Sekunde an. Das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, bei dem die momentane Geschwindigkeit, oder wir können auch lokale Geschwindigkeit sagen, exakt unserer mittleren Geschwindigkeit entspricht. Das heißt, wir finden einen Zeitpunkt, wo die momentane Geschwindigkeit genau 8 Meter pro Sekunde ist. Begeben wir uns nun auf die Suche nach diesem Zeitpunkt, indem wir hier den Zeitregler verstellen und suchen die Stelle, an dem die Motorradfahrerin genau 8 Meter pro Sekunde schnell ist. Wir finden diese Stelle bei 1,85 Sekunden. Das heißt, nach 1,85 Sekunden ist die momentane Geschwindigkeit exakt ihrer mittleren Geschwindigkeit in den ersten 3 Sekunden. Nun schauen wir uns den Vorgang als Funktion an. Also wir zeichnen das Ganze als Weg-Zeit-Funktion und zeichnen unsere Sekunden auf der x-Achse und unseren zurückgelegten Weg auf die y-Achse ein. Dann erhalten wir folgende Weg-Zeit-Funktion. Wir können hier den Vorgang nochmal überprüfen, indem dass wir den Regler hier verstellen und den Punkt unterhalb beobachten. Sehen wir immer, auf der x-Achse ist die momentane Zeit eingezeichnet, also 2,11 Sekunden,
Und auf der Y-Achse können wir die zurückgelegte Strecke ablesen. In dem Fall wäre es hier 7,6. Und so können wir erkennen, dass die Wegzeitfunktion unserer Motorradfahrerin genau diesen Funktionsgraphen hier beschreibt. Nun haben wir uns weiters schon die mittlere Geschwindigkeit berechnet. Die war ja 8 Meter pro Sekunde. Und die können wir hier unten auch als Sekante einzeichnen, indem dass wir eine Gerade durch den Punkt 00 und durch den Punkt 324 durchzeichnen. Ich blende die Sekante hier ein. Und die Steigung dieser Sekante entspricht genau unserer mittleren Geschwindigkeit. Also die Sekante hat genau die Steigung 8. Das können wir natürlich auch ganz leicht hier überprüfen, indem dass wir die Y-Änderung von 0 bis 24 ist natürlich 24 und die X-Änderung ist 3. Hier haben wir wieder 24 durch 3. Das heißt, die mittlere Steigung oder die Steigung der Sekante ist auch 24 durch 3, also genau 8. Nun, vorhin haben wir schon jene Stelle gefunden, bei der die momentane Geschwindigkeit ja, genau unserer mittleren Geschwindigkeit ist, entspricht. Das heißt, hier bei 1,85 Sekunden haben wir eine momentane Geschwindigkeit von 8 Meter pro Sekunde und das ist genau unsere mittlere Geschwindigkeit. Das Ganze können wir hier unten nun auch grafisch überprüfen, indem dass wir hier unsere Sekante parallel verschieben und schauen, wenn wir hier jetzt uns von rechts annähern, dann sehen wir, dass wir unseren Funktionsgraphen tatsächlich genau an dieser Stelle zuerst berühren. Das heißt, hier haben wir die Tangente eingezeichnet und wir sehen, die Steigung der Tangente an der Stelle 1,85 entspricht genau der Steigung der Sekante. Nun, der Mittelwertsatz der Differentialrechnung ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug und er garantiert uns, dass wir in unserem Intervall von 0 bis 3 zumindest eine Stelle finden, bei der die momentane Steigung genau unserer mittleren Steigung in diesem Intervall ist. Und mit diesem Beispiel haben wir die Stelle gefunden. Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung versichert uns, dass es so eine Stelle geben muss. Er sagt uns aber jetzt nicht direkt genau, wo diese Stelle ist. Er sagt uns einfach nur, so eine Stelle muss existieren. Also eine Stelle, bei der die momentane Steigung genau der mittleren Steigung in unserem Intervall entspricht. Das war ein kurzer erster Einblick zum Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Video-Lernzyklus und wenn du bereit bist, dann können wir gemeinsam loslegen.